einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. In Kürze treffen sich Obama und Merkel. Sie wollen auch darüber beraten, wie man schnell zu TTIP kommt. Dieses Freihandelsabkommen bedeutet natürlich eine amerikanische Dominanz auf unseren Märkten. Nicht mehr unsere Standards gelten, sondern die amerikanischen Standards gelten. Außerdem wird es ein Verbot für Investitionshemmnisse geben. Das klingt harmlos, kann man sich gar nicht so unter vorstellen. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Rechtslage, die existiert, wenn ein amerikanischer Konzern nach Deutschland oder in ein anderes EU-Land kommt, sich nicht mehr zum Nachteil des Konzerns verändern darf. Also nehmen wir mal an, wir bekämen eine vernünftigere Regierung in Berlin, so mit Linken zum Beispiel, und die würden plötzlich die Mitbestimmung erweitern oder doch etwas die Steuern für den Konzern erhöhen, würde der sagen, Moment mal, das ist vertraglich ausgeschlossen, es gibt ein Verbot für Investitionshemmnisse und dann müsste man Strafe bezahlen. Und darüber entscheiden auch nicht die ordentlichen Gerichte, die sind gar nicht zugelassen, sondern ein Schiedsgericht, vielleicht noch ein zweites Schiedsgericht, aber das benachteiligt übrigens auch unsere Wirtschaft. Wenn die eine Forderung hat gegen die Bundesregierung, dann müssen sie den ordentlichen Gerichtsweg gehen, Landgericht, Oberlandesgericht, vielleicht noch Bundesgerichtshof, eventuell Bundesverfassungsgericht, Europäischer Gerichtshof, brauchen die Konzerne, die amerikanischen und eventuell auch kanadischen Konzerne, alles nicht. Die haben ein Schiedsgericht und da wird das für ein paar Millionen verhandelt und entschieden. Ja, so geht das alles nicht. Dagegen müssen wir uns wehren. Wir brauchen unsere Unabhängigkeit, unsere Souveränität. Niemand hat was gegen einen fairen Handel. Aber ich möchte nicht, dass die Bedingungen woanders diktiert werden, weil das auch die Souveränität unserer Bevölkerung einschränkt. Wozu kämpfen wir hier, wenn dann andere darüber entscheiden, was hier zu passieren hat? Gerade auch in Wirtschaftsfragen ist das wichtig.